Na, auf der einen Seite tatsächlich preiswerten neuen Wohnungsbau, wahrscheinlich vorrangig geförderten Wohnungsbau zu schaffen, sehr schnell. Das dauert einfach noch ein bisschen lang. Und auf der anderen Seite Instrumente zu finden, dass der Mietenanstieg im Bestand gebremst wird und damit die Leute da wohnen bleiben können, wo sie jetzt wohnen. Ich denke, auf der einen Seite wird man ein bisschen aktiver noch im Bereich Bodenpolitik, Bodenbevorratung gehen müssen als Land, um also einfach eine Ausgangsbasis preiswerten Bodens zu haben und zum anderen Instrumente sich zu überlegen, wie kann man denn in den bestehenden Bestand rein. Und da würde mir zum Beispiel eine aktive Modernisierungsförderung als ein Instrument der Zeit einfallen. Dass alle Seiten ein bisschen die Komplexität des Themas sehen, aber dass man auch versucht, die Differenten, also die verschiedenen Sichtweisen aufeinander zu beziehen, aber nicht zu übertünchen. Also es bleiben Interessensdivergenzen da, die lassen sich aber praktisch ausformen. Das heißt zum Beispiel, viele neue Ansätze, die wir in Berlin hier haben, mit stadtpolitischen Initiativen, mit denen zu reden, bringt einem auch einen Ertrag, wenn man jetzt traditionelle Instrumente neu anfassen will. Das verspreche ich mir heute davon. Ja, das sehe ich jetzt nicht, dass es ein Widerspruch wäre. Architekten hätten auch bei der Bestandssanierung genug Arbeit. Das steht sowieso nicht gegeneinander. Wir brauchen beides. Wir brauchen dringend einen verstärkten Neubau. Da sind die Architekten genug gefordert. Wir brauchen aber auch eine Stabilisierung und Modernisierung des Altbaus, um einen dauerhaft preiswerten Wohnungsbestand zu behalten.